wir gehen rüber zu dem lieben Justin Nero. Justin Nero hat ein Video hochgeladen. Das heißt 24 Tim, Skandale, Hass und eine Menge Bling Bling. Da schauen wir doch mal rein, was da los ist bei dem guten 24 Tim. Auf geht's. Achtung, den Part jetzt könnt ihr gerne skippen. Okay, machen wir. Wird ein bisschen gefühlsduselig. Okay, skipp mir. Das könnt ihr dann auf dem offiziellen Kanal von Justin Nero sehen. Ich will den Content hier nicht vorwegnehmen. Gehen wir los. Link in der Beschreibung. Ah, ihr habt euch erstaunlich oft ein Video über 24 Tim gewünscht. Ihr kennt mich, Freunde. Ich bin eins Gönner. Seid ihr auch Gönner? Wenn ja, gönnt doch einfach mal ein Like auf dieses Video. Einen Kommentar. Auch. Oder just Nerzo. Da kann man auch mal reinschauen. Wenn ihr Bock habt. Ne? Könnt ihr mir da erzählen, was ich für ein Doofkopf bin, dass ich jetzt wieder so ein Video über ausgelutschte Themen mache. Ey, ich habe noch nie über ihn geredet. Ich wollte das auch mal machen, okay? Wir befassen uns heute mit 24 Tim. Und boy, es gibt wirklich viel zu ihm zu sagen. Ich kenne keinen Influencer, der einen so schnellen Aufstieg hatte und dabei so viel Unsinn gemacht hat. Dennoch möchte ich das Video heute ein wenig anders gestalten, vor allem in dem Sinne, dass ich ein Quäntchen weniger unflätig bin. Doch vorher Partnerschaft. Und damit willkommen zum heutigen Sponsor des Videos. Perfekt. Hat viel Mist gebaut, auch viele Sachen, die nicht mit einem Haha, Hihi, was ein Typ abgetan werden können. Dennoch bitte ich um Folgendes. Bleibt respektvoll. Und geht nicht zu ihm rüber und kommentiert irgendwas Negatives. Ich möchte keinen drüben Flame sehen, okay? Er ist halt einfach ein sehr polarisierender Influencer. Wie unsere Kappen. Alter, nee, das war ja selbst für mich. Wir versuchen es nochmal. Er polarisiert erwähnt dolle und bekommt dadurch einiges an Hate. Und auch einiges, das ziemlich über die Stränge schlägt. Davon wollen wir halt niemand sein, ne? Da wir hier seinen Werdegang beäugen, auf kritischen Hasen angelehnt, holen wir natürlich auch alte Kamellen raus und für die muss er jetzt nicht das 20. Mal sanktioniert werden. Sollte euch ein Kapitel überhaupt nicht interessieren oder es euch wirklich zu den Ohren raushängen, sind Timestamps am Start, fühlt euch also frei zu skippen. Ich versuche sogar zum Ende des Videos etwas Positives zu finden, ja, und ein Land für ihn zu brechen. Okay, das war... Ich merke, heute haben wir eine ziemlich dichte Quote an absolut bescheuerten Witzen. Ja, grundsätzlich... Ach du Scheiße, ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich kann man sagen... Wir kommen in Frieden. Ich habe vorher nie was von ihm gehört, doch dann, ne, von einem Tag auf den anderen, wurde meine Timeline überflutet mit 24 Tim Videos. Und überfluten und Videos ist da wohl so ziemlich das richtige Stichwort. Ja, zur Flutkasse habe ich auch das erste Mal von ihm mitbekommen, wo er die ganze Zeit dazu Instagram-Stories und so gemacht hat. Vom 12. bis zum 25. Juli 2021 wurden Teile von West- und Mitteleuropa durch eine Flutkatastrophe verwüstet. 243 Menschen verloren ihr Leben, 9000 Häuser wurden schwer beschädigt. Das ist krass, ne, was die Natur da angerichtet hat. Heftig. Oder ganz zerstört. Und über 10 Milliarden Euro Sachschäden sind entstanden. Ein Kanzlerkandidat lacht sich ins Fäustchen während einer Ansprache, während einige Menschen nicht wussten, wie ihnen jetzt gerade geschieht. YouTuber und Influencer halfen, sammelten Spenden. Drachenlord schickte seine Unterbutzdeckel los und Tim, ja. Ich habe übrigens noch viel mehr Überschwemmungsvideos in meiner Story, also schaut euch das gerne an, Leute. Guck mal, das ist auch so geil. So ist sein Profilbild, ja. Und so sieht er echt aus. Hater würden sagen, da wurde gefotoshoppt. Leute, es ist einfach gerade nicht mehr lustig. Wenn ihr sehen wollt, wie meine Eltern nachher reagieren, dann schaut euch definitiv meine Story an, da gibt es die Reaktion. Wenn ihr kranke Überschwemmungsvideos sehen wollt, dann schaut euch jetzt meine Story an. Wenn ihr kranke Überschwemmungsvideos sehen wollt, schaut euch meine Story an. In meiner Story geht's jetzt weiter, verpasst es nicht. Den Ausschnitt habe ich übrigens von Alpha Kevin gemobst. Sein Video ist selbstverständlich unten verlinkt. Hier muss man sagen, Tims Keller war auch überflutet und ich kann ihn verstehen, viel dazu zu posten, weil er ja eben selber betroffen ist. Allerdings hat er vielleicht ein bisschen doll übertrieben und dann Cross-Plattform-Werbung damit für sein Instagram zu machen. Sagen wir, ich verstehe definitiv, dass das vielen sauer aufgestoßen ist. Genau zu dieser Zeit hat er auch ein Placement auf Instagram gepostet. Hier muss ich allerdings auch sagen, es hat schon so gewirkt, als hätte er gezielt mit der Flut Reichweite für das Placement collected. Allerdings stehen Placement-Zeitpunkte in den allermeisten Fällen schon lange vorher fest. Sprich, es könnte Kalkül gewesen sein, ich halte es aber für eher unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz hat das natürlich einen faden Beigeschmack. Darüber brauchen wir nicht reden. Was wiederum ein Fui-Fui-Move war, war diese Aktion hier. Er wollte sein letztes Taco-Kissen verlosen. Die wichtige Frage an der Stelle ist aber, war das ein Kissen mit Free Shavakadu? Die Bedingung war, eine Spende an irgendeine Orga zu schicken, die die Flutopfer unterstützt. Ja. Danach gab es die Kissen nochmal. Obwohl er gesagt hat, das ist das Letzte. Schön wäre. Das heißt, kam auch alles. Diese ganzen Flutsachen habe ich von ihm mitbekommen. Danach habe ich nie wieder was von ihm gehört, außer dass er ab und zu Songs released hat.
weil ich mich halt auf TikTok nicht aufhalte. Als wenn es nur das gewesen wäre. Man musste nämlich seinen Post liken und kommentieren, um daran teilzunehmen. Wir wissen alle, dadurch pusht man seinen Algorithmus und wird mehr vorgeschlagen, generiert mehr Reichweite, ihr kennt den Hasen. Muss ich so ein bisschen sagen, Bruder, eher so Dark Souls schwierig. Das ist halt reingeforste Interaktion, um sich selber daran zu bereichern. Und das ist ein bisschen schmandig, ne? Sind wir mal ehrlich. Das ist klar. Dennoch muss man mittlerweile sagen, dass Tim, glaube ich, weiß, dass das ein bisschen doof war. Man muss deswegen jetzt nicht schon wieder ein neues Fass aufmachen. War garbage, ist passiert. Aber wenn ich ein Video über eine Internetpersona in Gänze mache, muss sowas natürlich angesprochen werden. Gehört einfach zum Werdegang dazu. Zum nächsten Thema muss ich ehrlich sagen, das hat mich persönlich sauer gemacht. Ne, ich habe vor einer Woche davon das erste Mal mitbekommen und das ist sogar der Grund, warum ich mich überhaupt dafür entschieden habe, mich mit ihm ausführlicher zu beschäftigen. Umgang mit Depression? Okay, davon habe ich nichts mitbekommen. Tims Mutter ist leider Gottes an Depression und Burnout erkrankt. Ich wünsche dahingehend übrigens alles Gute. Ihr wisst, das ist ein Thema, welches mich selber betrifft, ne? Wenn jetzt ein Influencer mit multipler Millionenreichweite aus meiner Sicht unverantwortlich, schludrig und ja, lächerlich damit umgeht, muss ich dazu was sagen. Ich hatte das vorher wirklich gar nicht auf dem Schirm. Wir schauen jetzt mal rein und ich erläutere euch, was mein Riesenproblem mit seinem Take ist. Anfangs erzählt Tim, dass seine Mutter das ganze letzte Jahr nicht in seinen Stories zu sehen war und er erläutert uns nun, warum das so war. Ich habe seine Mutter hier übrigens bewusst zensiert, weil ich sie ja einfach nicht in so einem Kontext zeigen möchte. Einfach aus Respekt. Willst du das sagen? Ja, ich war krankgeschrieben wegen Burnout, Depression kann man jetzt nennen, wie man will wahrscheinlich. Kurzer Einwurf, das sollte man aus meiner Sicht nach schon genauso nennen, wie es nun mal ist, halt einfach beim Namen. Positiv hätte ich an der Stelle einen aufklärerischen Kontext gefunden, aber naja, es folgten dann solche Takes hier. Ich glaube, Depression ist schon das Größte, was man dazu sagen kann. Ja. Und ich muss sagen, ich war am Anfang, habe ich das gar nicht so krass ernst genommen. Warte mal kurz. Du hast die Depression deiner Mutter nicht ernst genommen und dann plötzlich gemerkt, dass es ja doch schlimm ist. Also sowas hochzuladen, da fehlen mir die Worte. Das ist sowas von respektlos in meinen Augen. Menschen, die Depressionen nicht ernst nehmen, sind ein riesiges Problem. Und zwar ein richtig riesiges. Du hast eine Multimillionen-Fanbase und hältst es wirklich als großes Vorbild für eine gute Idee rauszuposaunen, dass du es erst gar nicht ernst genommen hast, bis du dann mal gemerkt hast, dass es mit Depressionen ja wirklich doof gehen kann. Alter, man merkt vielen Menschen Depressionen übrigens überhaupt nicht an. Ne? Es gibt viele Leute, die sich einfach ein Schutzschild in der Öffentlichkeit aufbauen und gelernt haben, wie man gute Miene zum bösen Spiel macht. Ich spreche da übrigens aus Erfahrung. Du hast deine Reichweitenverantwortung mit diesem Satz wirklich komplett hops genommen. Deine Quest wäre es gewesen, zu sagen, Leute, nehmt das immer ernst, macht nicht den Fehler und nehmt das auf die leichte Schulter. Dafür hättest du Props von mir bekommen. Wenn große Influencer solche Themen in die Flossen nehmen, haben die halt einfach dafür zu sorgen, dass es pietätvoll rüberkommt. Das ist fürchterlich, Tim, was du da gemacht hast. Aber leider schafft er es trotzdem nochmal, das zu toppen. Aber dann hat man gemerkt, dass es doch für Mama sehr schlimm war und deswegen, ja, und das hat natürlich dann auch die ganze Familie so ein bisschen mit runtergezogen. Das hat er jetzt nicht gesagt. Mann, Mama, wieso hast du Depressionen? Digga, die ganze Familie leidet darunter. Die sind alle abgefuckt und genervt von deinen Depressionen. Stell dich mal nicht so an. Grinst doch mal. Sag mal wieder gut drauf. Ich habe mir vorgenommen, hier meine Kontra. Ich glaube nicht, dass es von, also da muss ich sagen, glaube ich nicht, dass es von 24 Tim böse gemeint war. Ich glaube, er weiß einfach nicht, wie man sich richtig ausdrückt in dem Fall. Das sehe ich jetzt gar nicht so schlimm, weil es nicht, meiner Meinung nach, nicht auf die böse, ich glaube, es ist nicht böse gemeint. Er ist, glaube ich, einfach nur in seiner Online-Star-Bubble, dass er halt sich halt so, er schwebt so ein bisschen über den Dingen und ich glaube, dass er einfach gar nicht rafft, was er da sagt. Ich glaube, das ist es. Aber ja, ist schon, also das dann hochzuladen, ist schon irgendwie lost. Also das schließt entweder irgendwie auf Dummheit oder auf, ja, sich mit dem Thema, obwohl es deine eigene Mutter betrifft, nicht mit auseinandergesetzt. Nuance zu wahren. Aber das nenne ich mal wirklich ein fucking Hot Take. Augenscheinlich hat ihr dieser Satz auch nicht so gefallen. Blick wandert auf den Boden, Mund wird klein, Winkel geht seitlich. Wie gesagt, es bleibt hier zensiert. Aber man sieht, dass das jetzt vielleicht nicht der angenehmste Satz war. Er ist sich das vielleicht nicht bewusst, aber einem Menschen noch... Ja, er ist sich wirklich nicht bewusst. Ich glaube, dass 24 Tim so ein bisschen ein Empathieproblem hat. Das ist was ich alles von ihm bis jetzt mitbekommen hatte. Auch mit der Flutkatastrophe. Ey Leute, wenn ihr wissen wollt, wie krass dieser Keller überflammt ist, ja, schaut bei Instagram vorbei und so. Also,
ich habe das Gefühl, es dreht sich in erster Linie um ihn, so sehr egozentrisch in dem Punkt, vielleicht ein bisschen wenig empathisch und checkt nicht, dass sowas wie eine Flutkatastrophe für ganz viele Menschen super schlimm war oder auch das Depression für seine Mutter, dass sie sich dafür auch selber schämt, dass sie der Familie eine Belastung gewesen ist. Und dann sagt er so, ja, es war für die Familie auch irgendwie anstrengend oder so. Und dass sie öffentlich das natürlich auch vielleicht nicht gerne so, also dass sie es auch nicht wohlfühlt, dass sowas in der Öffentlichkeit dann so gesagt wird, ne? Weil es für seine Mutter war es auch nicht leicht, sowas erstmal selber auch zu akzeptieren, dass man sowas hat. Das heißt, ich glaube, er ist einfach ein bisschen empathielos und vielleicht egozentrisch. Schlimmer, einem Familienmitglied zu sagen, dass er wegen seiner Krankheit die ganze Familie runterzieht, ist mit das Schlimmste, was... Und viele Menschen sind auch Soziopathen, ja. Alper, viele wissen es gar nicht, wie viele Soziopathen es gibt. So, und das ist auch so ein bisschen Soziopathen-Andeutung, aber das kann man natürlich nicht mit Ferndiagnose machen. Aber also auf jeden Fall fehlende Empathie ist auf jeden Fall ja offensichtlich hier. Was man in so einer Situation überhaupt machen kann, mit das Schlimmste. Wie gesagt, ich kann bei dem Thema aus eigener Erfahrung sprechen, aber wenn ich in so einer Phase des Gefühls der Wertlosigkeit, der Bedeutungslosigkeit festhing, in der ich sowieso das Gefühl hatte, alles falsch zu machen und jedem Menschen nur Ballast zu bedeuten und ein Stein im Weg zu sein, dann sowas zu hören zu bekommen, dass es meiner Familie wegen mir schlecht geht, dieser Satz hätte mich echt nachhaltig gefuckt. Wirklich. Im nächsten Ausschnitt zeigt er leider, dass er das Thema, wie es auf mich wirkt, zu diesem Punkt leider immer noch nicht ernst nimmt. Aber alles okay. Naja, es wird, ne? Okay, ist anders. Aber alles okay. Und die Mutter so, ja, es wird. Okay, ist anders. Also sie befindet sich mitten in einer Depression. Ihr geht es beschissen. Und er sah, ja, aber ist alles okay, Leute. Und seine Mutter so, hä? Was laberst du, Keckweh, eigentlich? Was laberst du? Checkst nicht, wie es mir scheiße geht? Ja, das ist, da merkt man, also das, was ich gesagt habe, ne? Also da ist wirklich Empathie, fehlt sich da. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Ich, meine anderen um uns rum. Ja, solange man die vor die Kamera mit raufziehen kann und ein bisschen damit, ne, ist alles gut. Es wird ja immer, ja. Jeden Tag. Mama, ich lieb. Mhm. Es wird ja immer, jeden Tag. Auch so ein, muss ich sagen, für depressive Menschen ist es auch so eine, finde ich, ist das, ich weiß, es ist überhaupt nicht böse gemeint, ne? Also er checkt es halt einfach nicht, dass es halt einfach nur ein Arschlochverhalten ist so und empathielos wie Sau. Und ich glaube nicht, dass er es böse meint so. Ich glaube, ihm geht es irgendwo ein bisschen auch am Arsch vorbei, das ist das Problem. Aber ich glaube nicht, dass er es böse meint. Aber die Person, die an Depressionen leidet, wie jetzt zum Beispiel seine Mutter, und er sitzt daneben und sagt, aber es wird jeden Tag besser. Das ist auch ein Druck, den er damit ausübt auf diese Person. Das heißt, er zeigt die Erwartungshaltung von ihm, Mama, ich erwarte, dass es jetzt jeden Tag besser wird. So funktioniert aber Depression nicht. Du kannst wieder eine gute Zeit haben und kannst dann wieder richtig tief fallen in ein richtig tiefes schwarzes Loch. Und es wird nicht jeden Tag besser. So funktioniert das nicht. So funktioniert eine Depression auch nicht. Und auch so kann auch ein betroffener Mensch nicht sich aufgefangen fühlen, jemand, der an Depressionen leidet, wenn du die Erwartungshaltung bekommst von anderen Menschen im Umfeld, ja, aber nächstes Jahr ist hoffentlich wieder alles gut, ne? Das funktioniert halt einfach nicht. Du kannst nicht jemandem in der Depression sagen, ja, aber morgen ist wieder die Welt in Ordnung. Das ist einfach nur wirklich asoziales Verhalten so. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass er es böse meint, deswegen will ich ihn da jetzt gar nicht böswillig unterstellen, aber er hat wirklich ein starkes Problem mit Empathie. Aber alles okay. Ich lasse es jetzt einfach mal im Raum stehen. Ne? Ihr könnt euch einfach selber dazu Gedanken machen. Das nächste Thema wird kurz, aber dafür wieder richtig spicy. Ist es dein Ernst, dass du mir jetzt ernsthaft absagst? Respektloses Verhalten, beleidigt Mädchen, weil sie sich nicht für sein Video nackt machen möchte. Das ist mal ein langer Kapitelname. Aber ja, im Prinzip ist es genau das, was der Titel besagt. 24Tim ist jemand, der für Werte wie Respekt und Toleranz stehen möchte, legt dann aber ein utopisches Fehlverhalten an den Tag, wenn es nicht nach seinem Willen geht. Das, was er da gemacht hat, könnte von den Werten, die er vermittelt, nicht weiter entfernt sein. Das ist ungefähr so nah daran, wie ich witzig bin. Gar nicht. Wir schauen einfach mal rein. Ist es dein Ernst, dass du mir jetzt ernsthaft absagst? Was für die eine Stelle geht nicht? Du hast mir am Anfang gesagt... Ich habe gerade kurz gedacht, Estefania hat von ihrer Nazi-Szene erfahren. Ich dachte, das wäre so eine Szene, wo sie so Hakenkreuz-Armbinde trägt und so Hitlergruß macht. Aber das soll ja Nacktszene heißen. Ich dachte gerade, Junge, die muss Kopf abrasieren, Springerstiefel anziehen.
kurz, ja, können wir auch falsch lesen, wenn man nur im einen Auge hinguckt. Ja, okay. Das ist schon wieder ein gutes Beispiel dafür, dass er sehr empathielos ist. Solange alles für ihn so funktioniert, so sein Musikvideo muss fertig werden, wie anderen sich dabei fühlen, ist scheißegal. Wie kann es sein, dass du absagst, dass du dich nicht wohlfühlst, dabei nackt im Video zu sein? Sowas kann man ja auch einen Tag vorher vielleicht dann plötzlich Angst kriegen oder so. Und dann ist ja auch menschlich, dass man dann sagt, ja Leute, boah, ich fühle mich aber nicht wohl. Und dann so ein, und dann die andere Person so zusammenzuscheißen, zeigt ja, dass es ihm wieder nur um sich geht und dass die anderen Personen um ihn rum einfach nur für ihn Statisten sind. Schade, schade. Alles ist für dich in Ordnung, dass wir das machen. Lerno, habe ich doch schon lange geguckt. Ich mache wirklich viel, aber wenn ich dann... Oh, weil du dich outestest, ist das dein Ernst? Sorry. Es haben alle abgesagt, das weißt du ganz genau. Hier ist mir klar, ich dann auch ab. Guten Nacht. Ja. Opfer. Was? Erstmal, was ist das für eine Art? Dieses, hä? Nur wegen einer Szene? Ist das denn er? Ja! Verdammt! Wenn sie das nicht möchte, ist das ihr gutes Recht. Du, er merkt halt auch, dass er sowas postet, dass es, dass, also das ist so richtig. Er merkt halt auch gar nicht, wie, dass es einfach nur asozial ist. Du sprichst von einer Szene, als wäre es für jeden überhaupt gar kein Problem. Du weißt, dass das mehrere Millionen Menschen sehen. Schaut euch mal die Klicks von seinen Musikvideos an. Es gibt dann noch... War es ein Fake-Video? Kirschbaum schreibt, sagt, es war ein Fake-Video von ihm. Vielleicht ist es auch ein Fake-Video, aber wenn man es nicht auflöst, wirkt halt auch sehr, sehr, sehr seltsam. Auch sowas wie Scham oder dass man sich einfach vor so vielen Menschen nicht zeigen möchte. Hm? Ey, das muss noch nicht mal begründet werden. Wenn sie sagt, sie möchte das nicht aus diesem Grund, hast du das nicht zu hinterfragen. Ne? Gut ist, dieses Opfer am Ende setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf, okay? Eine Person vor Millionen von Menschen bloßzustellen und zu beleidigen, nur weil die sich nicht für dich machen möchte, ist ja sowas von widerwärtig, ne? Muss das denn unbedingt in deinem Video sein? So, dann such dir eine Person, die das möchte. Das ist halt wirklich Peak-Level respektlos und solche Werte sollen definitiv nicht an junge Zuschauer vermittelt werden. Das Problem bei TikTok, weiß man nie, was fake und was echt ist, weil 90% der Videos sind eigentlich alle gefaked, damit es halt irgendwie viral geht, Klicks bringt und so weiter und so fort. Und du hast sehr junge Zuschauer, Tim. Das ist ein absolutes No-Go. Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich was Positives hervorheben möchte. Jetzt gerade werde ich mir so ein bisschen der Tragweite von diesem Fehlverhalten bewusst. Dieser Rattenschwanz, der damit dranhängt. Das ist sowas von schmutzig. Nichtsdestotrotz möchte ich meinen Vorsatz für dieses Video einhalten. Es gibt auch noch super viele andere Kleinigkeiten, die ich besprechen könnte. Er hat seine Corona-Erkrankung meiner Sicht nach ein bisschen zu arg ausgeschlachtet. Dieses übermäßige Sympathisieren mit Heidi Klum. Explizit nach ihrem Skandal und dennoch versuchen, irgendwie beiseite zu quatschen. Die ständigen Gewinnspiele, wie die ablaufen, das Rumheulen, weil einer nach dem Gewinn wieder entfolgt ist. Und dazu sei auch noch kurz gesagt, ist halt klar, wenn die Gewinnspielbedingung ist, jemandem zu folgen, dass danach viele wieder entfolgen. Lockt halt Leute an, die sich nicht für dich interessieren, ne? Sondern einfach nur für die Gewinne, die es gibt. Das dann nicht rausschicken zu wollen und letzten Endes erst nach Anwaltsdrohungen zu machen, kein cooler Move. Frag dich mal, warum deine Insta-Statistiken so aussehen. Dann gibt's auch noch so dieses ständige Verwechseln von Kritik und Hate. Es gibt wirklich vieles, über das man noch bei ihm reden könnte. Allerdings haben das ebenfalls auch schon viele andere thematisiert. Deren Videos sind natürlich unten für Interessenten verlinkt. Ehrlich gesagt habe ich in diesem Video auch nicht wirklich viel Neues gebracht. Vielleicht hier oder da mal einen anderen Blickpunkt. Deshalb versuche ich jetzt mal wirklich etwas komplett anderes zu machen und... Ich stelle folgende Theorie auf. Tim wollte anfangs einfach provozieren, Kontroversen lostreten und für Hate sorgen, weil das einfach, sofern man es richtig macht, ein Garant für Reichweitenaufbau ist. Mittlerweile ist ihm die ganze Sache aber so ein wenig über den Kopf gewachsen, denn ja, Tim hat sehr viel Mist gebaut, für den man ihn auch sehr hart kritisieren kann. Dennoch muss man sagen, alles hat seine Grenzen und bei Tim beobachte ich leider, dass die schon lange nicht mehr eingehalten werden. Geht einfach mal auf Videos über ihn und stellt auf Neueste zuerst. Was euch da für Kommentare entgegenschlagen, ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Man kann ihn, wie gesagt, für alles, was er getan hat, kritisieren. Und ja, Tim neigt, wie gesagt, dazu, Kritik mit Hate zu verwechseln. Es ist aber nicht zu leugnen, dass er auch wirklich unter massivem Hate zu leiden hat. Viele Menschen attackieren ihn wegen seines Auftretens und das ist wirklich kein Grund, auf ihm rumzuhacken. Das ist halt auch das Dumme, was ich nicht verstehe. Menschen haten ihn, weil er sich irgendwie schminkt oder so, aber nicht, weil er irgendwie Flutkatastrophenopfer
so diese ganze Situation abused für Klicks, Corona abused für Klicks und viele schlimme Entscheidungen trifft und richtig dumme Scheiße im Internet postet, sondern einfach nur, weil er halt sich schminkt und die Fingernägel lackiert. Das ist halt das Dumme. Die Leute könnten ihn halt wirklich berechtigt kritisieren und dann fangen die an, auf Äußeres zu gehen und so. Das ist halt dumm. Das ist halt so dumm. Lass ihn einfach machen, wie er will. Okay? Ja. Auch ich. Weil es halt extrem viele homophobe Drecksmenschen gibt. Sehe es sehr kritisch, sich mit 21 Jahren Botox in die Zornesfalte zu spritzen und das dann meiner Ansicht nach viel zu positiv öffentlich darzustellen und zu wenig über die Schattenseiten davon zu sprechen. Und mitten in dieser Botox-Geschichte dann seine Bundles zu bewerben, die so aussehen. Man erkennt ja ungefähr, für welche Demografie die so gedacht sind, oder? Snackbox für die Grundschule, Notizheft für die Schule und ein Eimer Farbe für die Schule. Ja, er zielt halt auf Schulkinder ab als Zielgruppe, spritzt sich aber dann Botox in seinen Stories. Das ist irgendwie, passt es nicht so ganz zusammen, aber okay. Sowas geht aus meiner Sicht natürlich überhaupt nicht fit, keine Frage. Dafür sollte man ihn kritisieren. Nicht dafür, dass er es generell hat machen lassen. So guck mal, wenn ihm seine Zornesfalte halt nicht gefällt. Es ist sein Körper und sein gutes Recht, dies zu tun. Die Ideale, die vermittelt werden, ich weiß, berechtigt, die auseinanderzunehmen, aber erneut sein Körper, sein Recht. Man kann seine Musik belächeln und auch schlecht finden. Muss man ihn deswegen dann allerdings als Dirnspross bezeichnen? Man kann seine Art und sein Verhalten zum Kotzen und Cringe finden. Ja, absolut, ich find's auch peinlich. Aber ist euch mal in den Sinn gekommen, dass wir einfach nicht seiner Zielgruppe entsprechen? Warum verurteilen wir einen Content Creator dafür, dass er uns einfach nicht anspricht? Wir sind für sein Zeug zu alt, absolut, aber seine Zielgruppe eben nicht. Deswegen wiederum haben wir das Recht, genau hinzuschauen, was er eben dieser enorm jungen Zielgruppe für Dinge mitteilt und was er für Werte vermittelt. Ich habe schon von einigen gehört, dass Tim gerade auf dem Weg der Besserung ist. Und ja, die wirklich großen Brocken, wie das mit der Flut oder das wegen der Frau und dem Musikvideo, scheint ja nicht mehr zu reißen. Wenn das so bleibt, sehe ich halt keinen Grund, auf ihm rumzuhacken. Generell sehe ich dazu eigentlich keinen Grund, ne? Einfach auf kritischer Basis bleiben und nicht in sinnloses Gebäsche verfallen. Das sollte auf jeden Fall unsere Direktive sein. Tim schafft es, mit seiner Art Millionen von jungen Zuschauern zu unterhalten. Macht er das in einem Rahmen, der human ist und in Zukunft nichts Verwerfliches vermittelt, sehe ich keinen Grund, ihn generell weiter zu kritisieren. Sollte das so sein. Und ich bin wirklich... Ich bin gespannt, wie es in 10 Jahren so aussieht. Die Kinder, die mit sowas aufwachsen, mit so TikTok-Content, im Vergleich zu den Leuten, die früher mit, keine Ahnung, Chip und Chap, Gummibärenbande, Aladdin, Timon und Pumba und so RTL 2, Super RTL und auf RTL 2 so Animes und so. Das, wie der Unterschied sein wird zwischen Leuten, die in ihrer Freizeit so Kinderserien geguckt haben, wo man sich gern zurückerinnert und wenn man so die Titelmusik hört, denkt, oh, es war eine geile Zeit. Oder wenn man sich in 10 Jahren zurückdenkt und denkt, boah, da, Digga, damals, als ich mir die 24-Tim-Videos angeschaut auf TikTok, es war eine heftige Zeit, weißt du noch, boah. Ich glaube, das wird keiner sagen. Also, ich glaube, es ist ein bisschen schade für die Kinder, dass die mittlerweile durch TikTok ihre Unterhaltung ziehen, was oft sehr bedenklich ist, so, statt einfach mit Kinderserien, wo man einfach wirklich, was halt wirklich für Kinder auch gemacht ist und so. Ich bin gespannt, wie die Generation so in 5 bis 10 Jahren sein wird.